läuft mittlerweile. Man sieht es auch. Aber mir sind schon so ein paar Sachen aufgefallen. Auch hier kann man sagen, laufen wunderbar auf 3000 MHz. Auch die Temperaturen kann man überwachen. Mal gucken, wie warm die Dinger überhaupt noch werden. Das weiß ich nicht. Auch hier kann man das sehr schön sehen, sogar welche Speicherreserven wunderbar verbaut sind, welche Latenzen gerade drin sind. Und auch hier mit 3000 MHz, denn diesen Bereich, diesen muss man immer mal 2 rechnen. Was mir aber besonders schon aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich hoffe es. Ja, mal sehen, weil das wird sicherlich noch ein bisschen lauter werden. Die haben ein ziemliches Brummen oder Rauschen, wie das Ding auch heißen soll. Wenn das länger ist, dann ja, mal gucken. Ich warte noch ein bisschen, bis es lauter wird, oder nicht. So, hab das jetzt ein bisschen laufen lassen. Da sieht man jetzt die Temperaturen, die sind eigentlich noch so okay. Hab auch mal AIDA laufen lassen. Klar, ich habe nur die Trial-Version, da ich nicht bereit bin, für das Ding Geld zu zahlen. Da sieht man auch, wie schnell die sind. Das ist auch eigentlich ganz normal. Was ich aber irgendwie witzig finde, ist, dass abend die Bixby ZX570 gezeigt wird. Das finde ich irgendwie witzig. Und sie laufen. Falls man das jetzt sogar noch mal hört, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hört man das denn vielleicht jetzt wesentlich besser, dieses Summen oder Brummen, wie man das gerne nennen möchte? Ja, das ist eher so ein Summen, was so ziemlich am Nerven ist. Weil das dauerhaft ist und sogar je nachdem, wie stark die ausgelastet sind, sogar noch lauter werden. Und hiermit werde ich auch dementsprechend meinen Test für die Dinge auch abbrechen, werde meine eigenen auch wieder einbauen. Weil nicht nur das 16 GB für mich zu wenig ist, sondern weil dieses Brumm auf Dauer wirklich Kopfschmerzen verursacht. Ja, hiermit verabschiede ich mich für dieses Video denn und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten.